Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und höre ich wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein ganz besonderes kleines Toy, denn wir müssen einiges erledigen, um den Händler freizuschalten, der dieses Toy einmal bereitstellt. Und ja, wo befinde ich mich? Ich befinde mich einmal im Nax Ramas. Und zwar kann man das betreten hier in Nordend, ne? Einmal dementsprechend in der Drachenöde auf den Koordinaten 88, 45. Oder die zweite Alternative, wenn ihr die ganzen Rätselsachen gemacht habt, die ihr übrigens auch braucht, werde ich aber gerne was zu sagen, dann könnt ihr in den östlichen Pestländern, etwa hier war das glaube ich 35, 22, gibt es dann quasi so einen kleinen Portalstein. So, da könnt ihr dann quasi rein. Und jetzt benötigen wir einen kleinen Händler. Und der steht bei mir jetzt hier im Nax Ramas drin. Der schimpft sich einmal, haben wir einen Zackett Schädelschmetterer. Und um den freizuschalten, müssen wir einige Rätselsachen machen. Als allererstes müssen wir ein Achievement uns erspielen. Und zwar ist es drin unter Erkunden, östliche Königreiche. Und hier haben wir dann einmal Erinnerung an Sholomance. Und das Achievement kam mit Patch 10.1.5 ins Spiel. Und dafür müssen wir eine kleine Rätselreihe machen. Die dauert schon einige Minuten. Ist relativ, ja, relativ cool gemacht, das Ganze. Und es schaltet den Zugang zum alten Sholo frei. Dazu habe ich einen Videoguide gemacht. Der Videoguide ist, glaube ich, um eine Viertelstunde lang. Aber der Inhalt davon, ihr müsst natürlich viel hin und her fliegen, dauert ein bisschen länger. Also das ist schon ein bisschen was zu machen, dann habt ihr das alte Sholo freigeschalten. Das Video werde ich euch einmal verlinken. Das müsst ihr auf jeden Fall gemacht haben, sonst kommt ihr hier nicht weiter. Ja? Also das solltet ihr euch anschauen, falls ihr es nicht habt. Dann, wenn ihr das alte Sholo freigeschaltet habt, dann braucht ihr auch noch das zweite hier, und zwar Schutz der Zitadelle des Schreckens. Das schaltet die Geheimnisse von Nax Ramas frei. Und zwar haben wir dann nämlich die alten Nax Ramas Geschichten, die wir uns holen können. Und das ist auch wieder ein Rätselteil. Video ist, glaube ich, auch wieder so eine Viertelstunde lang. Der Inhalt dauert natürlich wieder ein bisschen länger. Die ganzen Flugwege sind natürlich nicht mit drin und solche Geschichten. Sprich, das braucht ihr auch. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Werde ich euch auch unten verlinken. Und wenn ihr diese beiden Sachen gemacht habt, dann müsst ihr noch den Händler hier freischalten. Und das ist auch nochmal ein kleines Rätsel hier in Nax Ramas. Wie lange das dauert, auch etwa sowas um den Dreh rum. Und da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Also diese drei Sachen braucht ihr. Also ihr braucht quasi drei Rätsel, die aufeinander aufbauen. Ihr braucht nämlich für dieses Rätsel hier, also um den T3-Händler das Rätsel zu machen, müsst ihr die Geheimnisse von Nax freizuschalten. Um die Geheimnisse von Nax freizuschalten, müsst ihr ins alte Sholo rein. Also braucht ihr das auch. Ne? Dann müsst ihr alle drei holen. Für den T3-Händler, um den freizuschalten, habe ich auch schon ein Video gemacht. Und das werde ich euch ebenfalls verlinken. Gut, falls ihr das alle noch nicht gemacht habt, dann die drei Videos angucken als erstes und dann können wir hier an der Stelle weitermachen. Genau. Dann habt ihr hier diesen Händler in Nax stehen. Und bei dem ist es jetzt so, dass wir einmal Geißelsteine abgeben können. Wir können einmal Geißelsteine des Verderbers abgeben. Da kriegt man einen Geißelstein von jedem Boss in Nax, den man umhaut. Diesen übrigens Blizzard-Account gebunden. Heißt, ihr könnt mit euren Twinks auch Nax durchflitzen und 15 Geißelsteine die Woche farmen pro Twink. Und die zweite Option, die wir haben, ist Geißelsteine des Eindringlings zu holen. Die kriegt man in Stratholm und in Sholo. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es nur im alten Sholo dann der Fall ist. Beide Geißelsteine kriegt ihr nur, wenn ihr den Buff drauf habt. Wenn ihr diese Rätseldinge aber freigeschalten habt, dann habt ihr diesen Buff drauf, wenn ihr in diesen alten Instanzen drin seid. Also von dem her müsst ihr dann auch nicht mehr dieses Trinket anlegen, das ihr während diesen Rätseln bekommt. Genau. Die Materialien müssen wir dann farmen und wir können nämlich bei ihm dann einen Haufen Sachen kaufen. Unter anderem können wir Roh-Items kaufen für Tier 3, ne? Also die sind interessant, ein paar Rezepte gibt es hier auch, aber auch ein Item, was wir uns angucken wollen, und zwar das Toy. Und das ist auch ein Item, das dementsprechend diese Druckmittel des Todes braucht, heißt das, wo wir hier die Marken umtauschen können. Gut, jetzt gucken wir uns mal das Ding an. Verseuchtes Korn schimpft sich das, kaufen wir einmal, kostet 15 Marken. Heißt, wenn ihr einmal durch Nax durchlauft, könnt ihr euch genau das kaufen. Das fügen wir unserer Spielzeugkiste hinzu und das macht folgendes. Verseuchtes Korn benutzt, platziert für 3 Minuten lang eine Kiste mit ganz gewöhnlichem Korn. Niemand wird sich dabei etwas denken, so rum. Also das ist die Anspielung auf das Korn, das damals über Andorhal in die ganzen Pestländer oder damals waren sie ja noch keine Pestländer, verteilt wurde und die Seuche ausgelöst haben, vermute ich mal. Wie sieht das aus? Ah, da ist auch das Siegel drauf, ne? Wenn wir das jetzt öffnen, was passiert dann?
sammeln. Ah, jetzt werde ich ein Untoter schon mal an. Das ist cool gemacht. Das ist tatsächlich ein cooles Toy. Hat was. Also das können dann wahrscheinlich dann auch andere anklicken und dann wird man halt hier zu so einem Untoten. Gut, den Buff können wir dann wahrscheinlich auch wieder wegklicken. Ja, geht. Hat was. Definitiv cooles Toy mit einer netten Anspielung. Wie lange hat das Abklingzeit? Insgesamt, 2 Stunden. Das ist natürlich nicht so cool, dass es 2 Stunden Abklingzeit hat. Aber gut, das war es eigentlich soweit. Wie gesagt, schaut euch die anderen Videoguides an. Ich habe das jetzt hier nicht reingepackt, sonst wird das Video über 1 Stunde lang. Und ja, man braucht diese Sachen ja für mehrere Rätsel. Hier gibt es nämlich noch einige andere Sachen. Mounts, noch ein Toy und viele T-Mox-Sachen, Rezepte. Da wird das auch alles benötigt für. Also sprich, ihr macht das nicht nur für das eine Toy, sondern könnt euch da noch viel mehr holen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.